Als erstes Beispiel haben wir hier das CO2-Molekül. Die beiden Molekülorbitale, die einen möglichst großen Abstand zueinander einnehmen, werden durch die beiden Doppelbindungen gebildet, die vom Kohlenstoffatom zu den Sauerstoffatomen führen. Wir sehen, das Molekül ist eben linear und liegt in einer Ebene. Man könnte es quasi auch korrekt auf eine Tafel schreiben.